Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, in der letzten Folge haben wir hier erstmal einen kleinen Cut gemacht, weil ich befürchte, dass das doch ein bisschen länger dauern könnte hier mit dem Minotaur springen und suchen und keine Ahnung was alles. Da gibt es hier unten auch noch die ersten Gegner schon wieder, deswegen legen wir einfach mal los. So, einer ist draußen, einer unter der Erde. Ja, natürlich weißt du mich aus. Okay, die beiden sind jetzt nett. Du bist ein Seilbahn, ne? Wird vom anderen Ende aus aktiviert. Natürlich, wie immer. Dich kann ich benutzen. Oh ja, ihr hört schon auf mich. Das ist doch wunderbar. Kann ich benutzen, das hört sich auch nett an. Und das hier mal eben freizulegen. Zack. So. Nein. Oh, ich will dich doch nicht streicheln. Ja, das ist niedlich und so, aber wenn ich neben etwas stehe, beziehungsweise fast da drauf stehe, dann möchte ich doch damit was machen und nichts anderes. So, da hinten sind direkt wieder welche. Achso, da hat sich nur was so bewegt. Was ist denn hier oben? Da muss ich wahrscheinlich hochspringen oder so, ne? Das sind drei. Oh, come on. I wanna help you. Komm, der war doch schon fertig. Hä? Falsche die ganze Zeit gedrückt. Na toll. Okay, okay, okay. Boah, die sind aber richtig heftig hier in dem Gebiet. Gut. Wie kann ich denn nochmal... So, damit ich jetzt nicht gleich irgendwie feststelle, oh, ich habe vergessen, mich zu heilen und bin deswegen gestorben. Das wäre nämlich nicht so toll. Hier ist niemand sonst, ne? Scheinbar kann man aber irgendwie noch dahinter. Ist auch nichts. Na gut. Ja, da muss ich irgendwie... Ich denke mal, ich muss da rüber springen, oder? Oder wie soll ich da sonst... Ah, nee. Ach so. Oder auch nicht. Also ich kann nichts machen, indem ich das raushole, wie bei den Gelben. Ich kann es aber auch nicht. Ja, was soll denn da sein? Kommt ja auch so nicht hoch, oder? Das ist zum Kaputtmachen. Oben ist noch so eine Statue. Da müsste ich theoretisch auch... Ach, warte mal. Wie kann man das nochmal schweben lassen? Kann ich das gar nicht... Ah ja, wenn ich da oben stehe... Ah, ich verstehe. Das war so ein Ding, was man schweben lassen konnte. Aber kann man das gar nicht, wenn ich da drauf stehe? Na gut. Ich wollte gerade sagen, wenn die jetzt hier wieder böse oder was, wenn ich die jetzt hier... Komme ich denn da hoch? Die können wir gar nichts machen. Theoretischerweise muss ich von der anderen Seite wahrscheinlich darüber, oder?
gerade sagen, da ist doch irgendwas. Ach, das muss ich mit dem... Ja, ich verstehe, ich verstehe. Hallo, mein Pferdchen. Komm doch einmal her. Ich mag dich sehr. Vor allen Dingen, wenn du für mich die Dinger wegmachst. Da oben ist auch noch ein Blumensichtbar. Wieso stehst du jetzt wieder hier unten? Moment, wieso drehe ich mich hier eigentlich? So. Okay, das heißt, die Blume können wir wegmachen. Und die Blume können wir wegmachen. Ach, und dann können wir den... Ah, verstehe, verstehe. Da sind noch andere Kreaturen in der Nähe. Das heißt, was ist denn damit? Muss das ein Tier machen oder kann ich das hier machen? Ach, das sind die, die man hochmachen muss, oder? Wie kann ich das... Wie kann ich das nochmal hochmachen? Ich habe doch nur die beiden. Ich kann es nicht nach oben schieben. Wieso kann ich es nicht nach oben schieben? Wieso kann ich das nicht nach oben schieben? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Das sind doch die, die ich selber bewegen kann, oder nicht? Alle mit und alle mit. Ich mach mal eben was, aber das wird nicht funktionieren. Das sind doch die, die ich normal nach oben schieben kann. Naja, das funktioniert nicht. Deswegen verstehe ich jetzt nicht. Egal, welche Taste ich drücke, und ich bin mir ziemlich sicher, das war hier mit der rechten, der geht nicht hoch. Genauso wie der hier nicht hoch geht. Ja, okay, jetzt geht er von hier unten gar nicht mehr hoch. Okay, das ist jetzt die andere Sache. Das ist wahrscheinlich jetzt, wie wir das Ganze hier anvisieren. Komme ich auch mit, wenn ich hier am Sprinten bin? Ich hoffe. Eben gucken, da ist nichts mehr drin, ne? Okay. Das ist der eine. Ich schick dich erstmal weg. Hallo? Hallo? Wo bist du denn jetzt abgeblieben hier? Wieso kommst du nie mit? Bei dir darf ich jetzt nicht sprinten, oder wie? Brav. Das heißt, drei Kreaturen sind noch da. Kann ich hier eigentlich... Das wird wahrscheinlich abgeblockt, oder? Oh ne, es wird nicht abgeblockt. Moment, machen wir erstmal die Seilbahn hier. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt so gewollt ist. Weil so kommt man halt eben hier rein. Und ich glaube, das war nicht so gewollt, dass ich hier so reinkomme, aber... Ja, Gesundheit ist bereits voll. Aber ich wollte jetzt testen, ob es vielleicht damit geht. Aber irgendwie funktioniert gar nichts. Ich weiß auch nicht. Neuer Anhänger verfügbar. Wie Anhänger? Was für ein Anhänger? Das da? Antares-Schlüssel, Fragment 2. Nee, das ist doch kein neuer Anhänger. Ach so, so ein Anhänger hier rechts. Ja, die interessieren uns jetzt nicht wirklich. Was uns aber mal, oder was mich mal interessieren würde. Datenbank-Tutorials.
sprinten. Das kam alles danach. Sprinten und springen. Drücke LT, das ist klar. Drücke RB, um die Kraft einzusetzen, während du mit dem Wesen verbunden bist. Ja, aber genau das funktioniert nicht. Oder muss ich tatsächlich das andere einsetzen? RB. Moment. Y. Naja, das klappt eben nicht. Ich weiß nicht, warum das nicht mehr klappt. Keine Ahnung. Das Problem ist halt, wir brauchen das, um das hier zu benutzen. Und es geht halt nicht mehr. Und ich weiß nicht, warum. Also irgendwas ist hier verpackt. Keine Ahnung. Also wir wissen, wir müssen das hochmachen, um da oben an die Statue zu kommen. Das, wenn das bei euch klappen sollte, weil es vielleicht tatsächlich ein Bug war oder so, dann ist alles okay. Jetzt habe ich das falsch eingestellt, oder? Das andere jetzt nicht mehr eingestellt. Das ist weg. Das ist auch weg. Und irgendwo höre ich wieder dieses verdammte Windspiel. Ach, ich muss das zweimal kurz drücken. Das ist nicht dein Ernst. Aha, gotcha. Ich muss das zweimal kurz drücken. Es ist wirklich kein Bug. Oh Gott, aber da stand jetzt nichts von drin, dass ich es zweimal kurz drücken musste. Da stand nur drin, dass ich das mit rechts auswähle. Ja, super. So. Nein, mit Y. Hallo. Alter Schwede. Ja, wenn man das jetzt nicht mehr so im Kopf hat und dann, ne? Ja, das ist... Das ist aber auch fies. So, okay. Das heißt, das können wir theoretisch... Müssen wir dann da runterspringen? Nee, aber wir können Gesundheits... Sammle noch eins, um deine Gesundheit zu erhöhen. Sehr, sehr geil. Moment, dann ist hier aber immer noch das Ding verschlossen. Genau. Und so hätte man jetzt theoretisch hier reingehen sollen, glaube ich. Okay. Na gut, das da hinten haben wir schon... Ich wollte gerade sagen, da ist doch noch so ein Kletterding. So eine Seilbahn. Dann haben wir jetzt auch endlich den Teil durch mit dem... Kann man das von hier aus machen? Nee. Komme ich denn da hin? Rein konnte ich da ja nicht. Da kann ich zwar hoch... Aber ich weiß nicht, ob ich da... Doch, ich kann hier drüber klettern. Hallo? Aha! Moment, welches nehmen wir denn da?
Ach, das steht jetzt wieder falsch, ne? Scheiße. Hey, I'm doing this for you. Na? Ja, Kleiner, geh mal aus der Ecke raus. Ist da noch einer? Problem ist, der hört mich nicht, ne? Das Problem ist, naja, ich muss über den drüber springen. Der ist jetzt hier quasi in der Ecke verbuggt, oder? Oder kann ich hier ein bisschen weiter weglaufen, dann rennt er weg. Weil ich würde den natürlich gerne so jetzt machen, ohne dass der mich jetzt kaputt macht. So ist gut. So nicht. Och, Kleiner. Na gut, die anderen habe ich alle, ne? Versuch mal hier mit Vollgas. So. Das nervt, dass er die ganze Zeit da in der Ecke am Rumbaggen war. So, Moment, genau. Das müssen wir machen. Du machst mir das mal hier weg. Brauchen wir euch noch für was anderes? Das ist jetzt hier die Frage. Da oben kommen die eh nicht hin, ne? Ja, dann kommt mal einfach mit, dann schicke ich euch direkt weg. Ist die Frage, ich glaube, einer war... War einer am Boden? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nee, doch nicht. Hey, wake up! So... Sollte ich jetzt theoretisch alles alleine machen können. Also hier hatte ich jetzt nichts mehr gesehen. Da kann ich auch nichts. Das ist einfach nur so... Ja, das ist einfach nur optisch. Okay. Schauen wir mal, was wir hier noch finden. Eine Brücke und eine Seilbahn. Seilbahn ist immer sehr gut. Ich muss das wieder... Was ist denn das da oben, ne? Ja, war das nicht das Blaue? Das war nicht das Blaue, okay. Found it. Tada! The final fragment of Calstone. I have everything Neymar needs to activate the podium. Yes! So, sprech mit Neymar. Aber ich muss da jetzt mal eben wieder umstellen. Das funktioniert jetzt nicht mehr, ne? Nee, okay, dann ist es wieder richtig eingestellt. Neymar, Moment, wo sind... da. Wo sind wir jetzt? Wir sind ganz unten. Da würde ich sagen, dann teleportieren wir uns mal dahin. So, die können wir noch. Können wir die dann noch? Hallöchen, ihr Lieben. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Kommt mit mir mit. Ich dachte eigentlich, ihr seid von der Herde hier, von denen. Aber ihr seid es nicht. So.
Dann jetzt schnell zu Mima. Der war in dem Ding drin, ne? Moment, hier habe ich das Ausrufezeichen von den Gegnern. Was ist denn das da mit dem Fragezeichen? Feti, ist das eine neue Aufgabe? Oh, Schnitt. Ach, haben wir da nicht eins von unterwegs gesehen? Hübsche Skulpturen. Sie sind Schrott. Wertlos. Ich hasse sie. Kann sie nicht mehr sehen. Absoluter Müll. Halt mal. Aus uns sprudelt menschliche Sprache. Wer bist du? Ich bin Vic. Ich bin hier, um die Artenvielfalt von Ava zu erhalten. Deine Skulpturen sind gar nicht so schlecht, weißt du? Sie sind dilettantisch und sie sind Müll. Boah, okay, okay. Kann ich irgendetwas tun, um dir zu helfen, dein Talent auszubauen? Klar. Du kannst unsere Augäpfel rausreißen und andere bessere Augäpfel reinsetzen. Dann, Moment mal, hast du so ein Kamerading? Na klar. Perfekt, wenn du uns Bilder von Kreaturen aus ganz Ava bringen könntest, dann müssten wir uns nicht mehr auf unsere nutzlosen Augen verlassen. Du weißt schon, dass mit deinen Augen alles in Ordnung ist, oder? Wie du das anstellen sollst, können wir dir nicht sagen. Die anderen Regionen sind unmöglich zu erreichen. Aber ihr Menschen habt ein Händchen dafür, Dinge durcheinander zu bringen. Du schaffst das schon. Hier ist eine Liste mit unseren Lieblingskreaturen. Bring uns von jeder ein Bild mit. Mhm. Weißt du was? Das wird mir auch Spaß machen. Ich helfe dir. Hey Finchi, da steht ein Krai auf deiner Liste. Von dem habe ich schon ein Foto. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Zeig es uns. Hier. Das ist genau, was wir haben wollen. Ein perfekt stillstehendes Modell. Bring mir mehr davon. Du bist unsere neuen Augäpfel und unsere Hände machen den Rest. Nein, 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 das sieht ganz falsch aus. Okay, also mehr haben wir anscheinend nicht. Keine Ahnung. Hier rum, ne? Hallöchen, ich bin wieder da. Zwei Teile einer schicken antiken Gürtelschnalle. Hier, bitte. Sie passen zusammen. Ich weiß nicht, wie du das immer hinbekommst, Starkbein. Okay. Jetzt müssen wir nur noch... Das war's. Ist das Tor zum Dschungel jetzt offen? Nein. Was? Wozu habe ich das denn alles gemacht? Entspann dich. Der Radstein ist ein Schlüssel. Und jetzt haben wir ihn mit dem Geist der Antaris aufgeladen. Das heißt, wir stecken ihn in das Nari-Dschungeltor und... Verstehe. Wir treffen uns am Tor, falls du noch mehr Kreaturen aus dem Grasland entführen willst. Hey, wir entführen sie nicht, wir retten sie. Ganz wie du meinst. Jedenfalls wäre es gut, jetzt damit fertig zu werden. Wir sehen uns am Tor. If the grasslands creatures are all accounted for, I'm moving on to the jungle. Sounds good. Check in with me when you get there. Ja, wenn ich jetzt wüsste. Moment. Dschungeltour, aber er zeigt doch auch noch was anderes an. Was ist denn das hier? Dass ich einen Ausweis... Ach so, stimmt, das haben wir ja auch noch. Schaue hinter dem Wasserfall. Ein grüner Daumen. Gib ihm alle Pflanzen. Ein bildhauerisches Bild.
Okay. Der Ruf des Dschungels. Das wäre jetzt das mit dem Randstein. Ich würde sagen, dass wir das mit dem Wasserfall erstmal machen. Ich würde aber auch sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich weiß jetzt leider nicht, was passiert, wenn wir jetzt einfach hindurchgehen. Ob wir dann gar nicht mehr zurückkommen oder ob wir trotzdem noch die Möglichkeit haben, zurückzukommen. Weil eigentlich müssten wir ja wieder zurückgehen. Das wäre ja totaler Blödsinn, wenn wir dann nicht zurückkommen würden. Ich werde auf jeden Fall hier erstmal einen kleinen Cut machen. Dann werde ich in der nächsten Folge mal schauen, was mit dem Wasserfall ist. Und ja, vielleicht kriegen wir das auch noch mit den Kreaturen hin. Aber ich glaube, die sind... so wie ich das verstanden habe, muss ich Fotos machen von Sachen, die hinter... Also im nächsten Teil quasi sind. Also dass wir dann wirklich erstmal weitermachen müssen. Aber ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht finde ich auch irgendwo im Internet noch was dazu. Da das Spiel aber jetzt doch noch neu ist, glaube ich. Ich meine, es war von diesem Jahr noch ganz frisch. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich dazu schon irgendwas finden kann. Ich würde halt nur ungern ins neue Gebiet gehen, wenn wir tatsächlich nicht mehr zurückgehen können. Aber wenn Leute schon die Erfahrung gemacht haben, vielleicht, dass sie durchgegangen sind und wieder zurück können. Ja, das wäre natürlich super. Wenn ihr die Erfahrung schon gemacht habt oder es irgendwo mitbekommen habt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, damit ich weiß, ob ich da jetzt getrost der Hauptquest folgen kann oder ob ich jetzt verschiedene Speicherstände vielleicht machen soll. Das wäre auf jeden Fall, denke ich, mal eine Idee, dass wir erstmal noch einen zweiten Speicherstand anlegen, damit wir dann im Notfall auch ja, immer wieder zurückkommen können. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und im nächsten Teil werden wir uns dann aufmachen zum Wasserfall. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!